Hoi, willkommen zurück im Spiel. Als letztes haben wir Liams Gefährtenmission gemacht und Drax Gefährtenmission. Uff, das blendet. Hab das Spiel fast seit einem Monat nicht mehr gespielt mit Stray, ist viel Arbeit dazu gekommen, überhaupt mit Modding und so. Und in letzter Zeit habe ich ja Fallout gespielt in Deutsch. Werde wieder ein bisschen hier reinhauen, aber mit dem Let's Play habe ich hier schon immer gesagt, lasse ich mir Zeit. Ich glaube, jetzt werde ich Liams, nicht Liams, Jars Mission angehen. Ich sehe, mein PC ist jetzt schon überhitzt. Boah, verdammt, ja, der arbeitet hart. Naja, war ja klar, dass der bei Mass Effect mal schneller mal drauf geht. Das überrascht mich kein bisschen. Okay. Jo. Im August kommt sowieso nichts wirklich Interessantes raus. Ganz zum Schluss ein kleiner Indie-Shooter, den ich vielleicht angehen werde. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, bin mir nicht sicher. Sky for something like that. Irgendwas in die Richtung. Oh! Meine Augen. Ui! Skyf, glaube ich. Oder Scythe, something like that. Irgendwas in diese Richtung. Ja, den Mass Effect werde ich jetzt mal die ganzen Nebenmissionen abringen. Abchecken von den Gefährten halt die Nebenmissionen oder die Loyalty Missions. Ich nenne sie Gefährten-Missionen. Filmabend gibt es da auch. Okay. Dann werden wir gleich sehen, was wir hier machen können. Es gibt in diesem Spiel auf jeden Fall immer ewig viel zu tun. Was sagt die Karte? Falsche Taste drücke ich, sagt die Karte. Da war ich noch nicht. Merixus Botschaft. Okay. Was ist das? Das ist Char. Sternkarte. Ich schaue nochmal rechts hier rein. Da gibt es vielleicht noch was Interessantes. Noch immer keine Musik in diesem Spiel. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Pathfinder. Mein Name ist Mirixis. Ich bin Pilot der Initiative und liefere Vorräte an Ihre Außenposten. Was führt Sie nach Aya? Es gibt einige lebenswichtige Güter, die nur auf Aya erhältlich sind. Ich warte auf die Genehmigung, die Stadt zu betreten, aber es dauert zu lang. Natürlich verstehe ich die Vorsicht der Angara, aber die Außenposten brauchen diese Dinge. Und ich muss sie Ihnen besorgen. Sofort. Mich lassen Sie in die Stadt. Ich könnte Ihnen helfen. Vielen Dank. Als erstes braucht Eos eine Möglichkeit, Lebensmittel zu produzieren, um für eine wachsende Bevölkerung gewappnet zu sein. Sie hätten gern Kiloa-Samen, um die Pflanze selbst anbauen zu können. Es gibt hier eine Agrarwissenschaftlerin, die sie uns vielleicht verkaufen würde. Ich werde Ihnen diese Samen besorgen. Volts Energienetz hat mit Ausfällen an Solarzufuhr zu kämpfen. Ein Solarverstärker müsste es allerdings stabilisieren. Die hiesigen Solartechniker könnten die benötigten Teile vorrätig haben. Okay, mal sehen, was ich auftreiben kann. Ah, natürlich schickt er mich wieder zu allen möglichen Stellen herum. Natürlich macht er das. Was machen die sonst in diesem Spiel? Außer mich an 10 verschiedenen Stellen schicken. Okay. Wir sprinten rüber. Wir sind hier schnell. Oh. Ja. Open up. Es freakt mich so aus, dass da keine Musik ist. Ganz eigen. Aber in der Mass Effect Legendary Edition oder in den anderen Mass Effect Teilen ist das oft auch das gleiche anscheinend. Okay. Wollen Sie auf jegliche Schwierigkeiten vorbereitet sein? Die Frage erscheint Ihnen vielleicht merkwürdig, aber Sie haben nicht zufällig Kiloa-Samen, oder? Ich. Doch, habe ich. Brauchen Sie welche? Bisschen zu nahe. Oh. Ich kann sie ja, ich kann sie kaufen. Yay! Ich kaufe ein. Okay. Das heißt, wir kaufen diese Sachen wirklich. Frische Paripo. Teilen Sie sie mit Ihren Freunden. Frische was? Haribo? Nein, die ruinieren nur meine Zähne. Das geht gar nicht. Da komme ich rüber. Diesen Weg, schaut's aus. Botschafterin, ich hoffe, die Ankunft unserer
unserer Leute auf Aya ist reibungslos verlaufen. Ja, die Angara waren äußerst freundlich. Es ist alles bestens. Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. Ten, Ende. Ich habe gerade zum ersten Mal einen Direktor belogen. Pathfinder, es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich bin Botschafterin Riala, oberste Diplomatin der Initiative auf Aya. Ich wurde speziell für diese Aufgabe aus dem Kryoschlaf geholt. Das war ein ziemlicher Weckruf. Natürlich holen Sie sich eine Asari. Die ist ziemlich violett statt blau. Ich nehme an, Sie sind für Erstkontaktdiplomatie ausgebildet. Ich bin Sozialanthropologin mit linguistischem Hintergrund. Direktor Tan hat das genügt. Wie man hört, verdanken wir Ihnen unsere neuen Beziehungen zu Aya. Das ist unsere größte Chance auf eine Allianz. Jetzt müssen wir nur noch verhindern, dass unsere Leute alles kaputt machen. Egal, wie sehr sie es auch versuchen. Ja, frag mal Liam. Wenn irgendetwas nicht stimmt, muss ich davon wissen. Sie haben recht. Und vielleicht können Sie mir ja sogar helfen, es in Ordnung zu bringen. Es gibt hier einen salarianischen Botaniker namens Sarvis Lynn, der herauszufinden versucht, wie wir unsere Ernteerträge erhöhen können. Er hat mir eine dringende Nachricht geschickt, in der er behauptet, ein Mitglied des angaranischen Widerstands hätte ihn bedroht. Was ist passiert? Ich bin mir nicht sicher. Sarvis ist zwar ein exzellenter Wissenschaftler, hat aber leichte Kommunikationsdefizite. Ich fürchte, die Sache könnte eskalieren, wenn sie nicht geklärt wird. Allerdings kann ich keine Mitarbeiter entbehren. Oh. Ich könnte die Sache klären. Beide Seiten akzeptieren mich. Das wäre ausgesprochen hilfreich. Mit ein wenig Glück können wir vielleicht eine weitere Eskalation verhindern. Zukunftspläne? Was? Welches Ziel verfolgen wir hinsichtlich Aya? Ein starkes Bündnis ist alles, was wir uns wünschen können. Und darauf arbeiten wir hin. Helios ist die Heimat der Angara. Sie geben die Bedingungen dieser Partnerschaft vor, nicht wir. Wir brauchen sie als Verbündete und sie könnten auch von uns profitieren. Aber wir müssen behutsam vorgehen. Um ihnen zu zeigen, dass wir keine Invasoren sind. Genau. In der Geschichte war es oft so, dass bei der Begegnung zwischen zwei Zivilisationen eine von beiden ausgebeutet oder vernichtet wurde. Wir müssen diesen Kreislauf durchbrechen. Aha. Ist abgesehen von der Sache mit Sarvis Lynn alles in Ordnung? Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ehrlich gesagt, ja. Direktor Tan hat mich mit einem Projekt betraut. Er will, dass mehr Einwohner Ayas auf der Nexus leben. Er denkt, das würde unsere Partnerschaft stärken. Und einige Angara haben auch schon Interesse bekundet. Aber keiner von ihnen ist bereit, auf der Nexus zu leben, ohne zuvor mit ihnen gesprochen zu haben. Warum mit mir? Das fragen Sie noch, nach allem, was Sie geleistet haben. Ich wollte Sie eigentlich nicht damit behelligen, aber Sie haben gefragt. Ich sage Ihnen, wo Sie die Kandidaten finden. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sie von diesem Austausch überzeugen könnten. Wie viele unserer Leute dürfen in die Stadt? Nur wenige und auch nur aus bestimmten Berufsgruppen. Wissenschaftler, Techniker und Gelehrte. Die Angara haben sich bereit erklärt, einige unserer Leute in ihren Forschungsanlagen auf Aya arbeiten zu lassen. Das ist ja fantastisch. Ja, es ist mehr, als ich erwartet hatte. Tan will zwar, dass ich die Angara dazu überrede, auch soziale Besuche zu gestatten, aber da bin ich eisern. Wir müssen uns an ihr Tempo halten. Angesichts der Umstände sind sie uns ohnehin schon enorm entgegengekommen. Ich werde sie auf keinen Fall zu etwas drängen, das sie nicht wollen. Sie? Das wäre vorerst alles. Ich bin hier, falls Sie etwas brauchen. Sie wirkt jetzt schon nach einer besseren Führerin als Tam. Sie haben alle das gleiche Gesicht. Das stört mich. Das stört mich. Na. Aber. Reynolds, warum kommst du mir bekannt vor? Pathfinder. Der Posteingang der Botschafterin quillt schon wieder über. Naja, beliebte Frau. Gute Anführerin. Kennt sich aus. Okay. Was zum... Das war doch nicht alles. Ach, verdammt. Da war doch noch eine zweite Mission hier. Ah ja, mit Jult. Da ist ja auch einer. Das sind die überall. Auf was habe ich mich da wieder eingelassen? Überall, Leute. Oh. Wir
Ja, lass mich raten. Es sind nur Salarana, Asari und weibliche Menschen erlaubt. Keine Kroganer, keine Turianer. Jo, sie ist die Aussicht. Sind einer von Botschafterin Riellas Kandidaten für eine Versetzung auf die Nexus. So ist es. Schön, dass Sie sich endlich mal blicken lassen. Kommen wir gleich zur Sache. Ich habe mir schon mein ganzes Leben lang gewünscht, Aliens kennenzulernen, die mich nicht töten wollen. Aber meine Familie lebt hier. Wie kann ich mit ihr in Verbindung bleiben, wenn ich auf die Nexus umziehe? Sie werden die Möglichkeit haben, Ihren Angehörigen Textnachrichten und Com-Übertragungen zu schicken. Ich will Kontakt mit Leuten, die ich liebe. Und Sie bieten mir Maschinen an. Das genügt mir nicht, Pathfinder. Ups, falsche Antwort. Sehen Sie sich meine Waren auch. Den wollen wir gar nicht auf der Nexus haben. Er war unhöflich. Unhöflich. Und so aggressiv. Nach einem Hitzkopf geklungen. Nein, ich will diese Nebenquest nicht annehmen. Lass mich in Ruhe. Oh, ich hoffe, wir schaffen es zu Jarl, seiner gefährten Mission. Und reden nicht nur die ganze Zeit mit irgendwelchen Arianern, Salarianern, Angaran herum. Und zu wenig gespieltes Spiel. Botschafterin Riella meinte, sie würden darüber nachdenken, auf die Nexus umzuziehen. Pathfinder, es ehrt mich, dass ich für diesen Austausch überhaupt in Betracht gezogen werde, aber einfach nur zuzusehen wird mich nicht ausfüllen. Ich muss mich betätigen. Ich entwickle Energiesysteme. Werde ich mit Ihren Leuten zusammenarbeiten dürfen? Oh, ich sollte es selbstverständlich sagen. Natürlich. Genau das ist doch der Sinn dieses Austauschs. Die Nexus braucht Leute wie Sie. Auf diese Antwort hatte ich gehofft. Ich werde Ihre Botschafterin bitten, meine Versetzung in die Wege zu leiten. Vielen Dank. Ach, das war viel netter. Den nehmen wir. Ich kann auch nicht alle auf die Nexus lassen. Okay, wo ist der Typ da oben? Das war doch nicht das Einzige, was ich ihn besorgen muss. Ich habe einige Kiloa-Samen für Eos. Werden sie ausreichen? Auf jeden Fall. Ich sorge dafür, dass der Außenposten sie erhält. Oh, ich habe zwischen ein oder zwei Sachen wählen können. Habe ich das richtig verstanden? Bam, 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 bam. Das dauert zu lange. Komm schon, PC, mach weiter. Oh, verdammt. Der PC ist eine Heizung zurzeit. 2 Grad pro Minute steigt die Temperatur im Zimmer. Allein durch diese Hitze. Wen haben wir hier? Meine Frau, Jurald. Pathfinder. Botschafterin Riella dachte nicht, dass sie Zeit für mich haben würden. Sie sagte, sie wollten sich unterhalten, bevor sie sich bereit erklären, auf der Nexus zu leben. Dieses Angebot ist eine einmalige Gelegenheit für mich. Ich bin Anthropologin, konnte bisher aber nur mein eigenes Volk studieren. Ich habe gehört, dass die Nexus verschiedene Spezies und Kulturen beherbergt. Das wird faszinierend sein und möglicherweise gefährlich. Bakterien, Viren, andere Krankheitserreger. Meine Familie macht sich Sorgen um mich. Sind Sie sicher, dass mir nichts passieren wird? Ja, nur Sicherheit, Abstand halten. Und nicht zu den Menschen zu begehen, die husten. Ich dürfte Aya wohl kaum betreten, wenn ich eine wandelnde Petrischale wäre, oder? Sie nehmen unsere Bedenken nicht ernst genug, um meine Familie zu beruhigen. Und ohne Ihren Segen kann ich nicht gehen. Es tut mir leid. Ups. Ups. Oh, ist das Bibi? Hey, was geht ab? Es ist schön, wie sich unsere Leute aus der Milchstraße unter die Angara mischen. Die Beziehung zwischen unseren Spezies steht noch am Anfang, aber ich hoffe, sie entwickelt sich so weiter. Sie schillt leicht, oder? Wir haben eine wunderbare Gelegenheit und eine große Verantwortung. Wow, das klingt ja richtig inspirierend. Sie können den Diplomatenmodus nicht abschalten, wenn er einmal aktiv ist, was?
Kleiner Scherz, Ryder. Weiter so. Ich habe gerade mit der Diplomatin geredet, also nein. Nein, kann ich nicht. Wen haben wir hier? Oh, das ist die Charquest. Zu mir kommen sollen. Shh, Axul, es geht mir gut. Sie wären beinahe gestorben. Was hat er hier zu suchen? Ich habe die Moschei gebeten, ein Treffen zu arrangieren. Ich will keine Feindschaft zwischen uns. Ist das wahr? Axul, Ryder hat mich aus der Gewalt der Cat befreit. Er hat sein Leben riskiert, um... Sloane Kelly hat Kadara gerettet. Und sehen Sie es sich jetzt an. Ich will gar nicht entschuldigen, was auf Kadara passiert ist. Aber eine schlechte Erfahrung definiert doch keine ganze Spezies. Ungerechtigkeit hat bei ihren Völkern Tradition. Fragen Sie nur die Kroganer. Woher wissen Sie... Ich habe sie beobachtet. Sie sind Invasoren, genau wie die Cat. Nur weniger vorsichtig. Was soll das heißen? Das werden Sie noch früh genug herausfinden. Sie dürfen ihm nicht vertrauen, Shovan. Axul. Er war nicht immer so. Früher war er wissbegierig, brillant. Aber die Cat, selbst ohne den Aufstieg, verändern sie uns. Hätten die nicht ein bisschen Detail aus der Moscheren Augen nehmen können und den Asaran, Asari und den Turianern geben können? Wer auch immer Axul früher gewesen sein mag, heute stellt er eine Gefahr dar. Pathfinder, bitte helfen Sie ihm. Ich bezweifle, dass er das zulassen wird. Ich kann ihn nicht aufgeben. Noch nicht. Ryder, wir haben gerade eine Notfallaufzeichnung von Eos erhalten. Ja. Kommen Sie in den Meetingraum, wenn Sie wieder auf der Tempest sind. Oh, jetzt so viel Detail in den Augen. Fast ein Abbild der Erde. Aber natürlich, solange die Asari alle gleiche Gesichter haben. Das darf ich nicht mal sagen, dass der Sau, du. Ich kann so nicht arbeiten. Was muss ich eigentlich noch tun, damit man mich in Ruhe lässt? Hey, ganz ruhig. Ich bin hier, um zu helfen. Sie haben gemeldet, dass Sie von jemandem aus dem Widerstand bedroht wurden. Erzählen Sie mir genau, was passiert ist. Ich wusste nicht, dass Riala den Pathfinder schicken würde, auch wenn es natürlich absolut angemessen ist. Also, ich war gerade dabei, die Photonenstreuung durch die Sonnendächer zu messen, als ich von diesem Kretin unterbrochen wurde. Und als ich ihn daraufhin bat, mich in Ruhe zu lassen, wurde er ausfallend. Er meinte, ich wäre schuld, dass sein Freund tot ist. Das ist doch lächerlich. Wissen Sie, was er damit gemeint haben könnte? Er hat irgendetwas von einem Vasallen gebrüllt und davon, Plätze an Fremde zu verkaufen. Ah. Er hat sich fürchterlich aufgeregt und mich mit einem Cat verglichen. Er wollte mich töten. Das konnte ich in seinen Augen sehen. Die gesamte Unterhaltung ergab überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, er war betrunken. Das klingt, als würde mehr dahinter stecken. Sie haben nicht zufällig seinen Namen mitbekommen. Ich habe nicht gefragt. Ich wollte ihn nicht und ich brauchte ihn nicht. Als er wieder gegangen ist, habe ich ihn mit Infrarotfarbe aus meinem Probensatz markiert. Sie ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Mit einem Scanner aber schon. Okay, ich werde die Leute beim Hauptquartier des Widerstands scannen. Vielleicht finde ich ihn ja. Sie sollten auf Eier unsere Interessen vertreten. Also los, vertreten Sie sie. Ich habe zu arbeiten. Ich weiß schon, was passiert ist. Dadurch, dass der Salarianer hier ist, wurde ein Angara der Platz auf Aria weggenommen, da die ja nicht alle gleichzeitig auf Aria leben dürfen. Und Mitglied des Wissenschaftsscans. Okay. Das heißt, sein Freund hat den Platz verloren. Den Platz verloren auf Aria leben zu dürfen, weil der Salarian den Platz bekommen hat. Sam, was ist das hier? Eine Dekontaminationskonsole für Besucher des Medicenters. Berühren Sie das Startfeld, um sie zu benutzen. Sie
Sie dürfen das Medi-Center erst betreten, wenn Sie keimfrei sind. Okay. Und wo kann ich mich dekontaminieren? An der Ionenkonsole. Berühren Sie einfach das Startfeld. Alles andere läuft automatisch. Ich kann die Kette scannen. Mit dem habe ich doch schon gerettet. Okay, das hat eure Unschuldig. Gute Arbeit. Können wir bei Cora nochmal vorbeischauen, wenn wir schon da sind. Ah, da ist er. Hey Cora, was geht ab? Die Menschheit hat 8 Jahre gebraucht, bis sie zu Hause auf der Citadel eine Botschaft bekam. Ziemlich beeindruckend, dass es hier so schnell gegangen ist. Ja, habe ich gern gemacht. Wir mussten dazu nur mit einigen Relikten fertig werden. Es wird mehr erforderlich sein, damit diese Partnerschaft Bestand hat. Botschafterin Riala wird das schon machen. Konzentrieren wir uns auf alles andere. Ich habe die Infrarotfarbe entdeckt, mit der Sorvis Lane die Person markiert hat, die ihn bedroht hatte. Das ist unser Mann. Ein bisschen shoppen. Ushior. Keine Ahnung, was das ist eigentlich. Habe ich das Geld? Habe ich. Ich habe schon so viele gute Pisteln. Ich komme nicht mal dazu, dass ich Charles Nebenmission mache. Ich weiß, warum Sie hier sind. Wegen dieses Botanikers. Sie wollen, dass ich mich für meine Worte entschuldige. Ich kenne nur eine Seite der Geschichte. Erzählen Sie mir Ihre. Es ist schwer zu erklären. Versuchen Sie es einfach. Aya ist nicht groß genug, um allen eine Heimat zu bieten. Wir leben deshalb nur für kurze Zeit hier und ziehen dann weiter. Für jeden, der hierher kommt, muss ein anderer gehen. Wer den Platz tauscht, wird per Zufall entschieden. Wir nennen diese Regelung die Vessal, die Zeit der Veränderung. Und bis jetzt hat sie auch gut funktioniert. Okay, und so haben sie seinen Freund weggeschickt, damit der Sarianer da leben darf. Aber bei der Vessal wurde nie berücksichtigt, dass auch Fremde auf Aya leben könnten. Der Platz hier ist einfach begrenzt. Als sich unsere Anführer einverstanden erklärten, ihre Leute hierher kommen zu lassen, hatte das einen Preis. Mein Freund hatte einen Platz auf Aya gewonnen. Aber er hat ihn verkauft, damit stattdessen einer von ihnen hier bleiben kann. Er hat ihn verkauft? Was hat er dafür bekommen? Annehmlichkeiten für seine Familie. Ressourcen, um ihr Leben auf Haval zu verbessern. Für ihn hatten andere immer Vorrang. Und deshalb ist er auf Vold im Kampf gegen die Kett gestorben. Ich war einfach wütend, als ich davon erfahren habe. Und ich habe es an ihrem Botaniker ausgelassen, aber ich würde niemals einen von ihnen verletzen. Ich glaube Ihnen. Und Ihr Verlust tut mir leid. Unter uns gesagt, dieser Botaniker ist ein ziemlicher Idiot. Er hat sich von meinem Zorn nicht einschüchtern lassen. Das respektiere ich. Ich werde mit unserer Botschafterin reden. Vielleicht können wir unsere Auswirkungen auf ihre Vessal ja irgendwie verringern. Wir erwarten nicht, dass die Dinge einfach sind. Nur, dass ihnen bewusst ist, dass wir nichts geschenkt bekommen. Okay. Sonst noch was, Cora? In letzter Zeit sind hier viel mehr Leute. Hoffentlich benehmen sie sich. Ja, hoffentlich lernen die da drüben, wie man Push-Ups macht. Was soll William rüberschicken? Er kann ihnen doch zeigen, wie man gute Push-Ups macht. Okay, wenn wir schon hier sind, gibt's noch was anderes oder wen anderen, den wir besuchen wollen. Wo ist sie? Die Liebe meines Lebens. Ihre Primitivität hat ihren Reiz verloren. Inzwischen finde ich sie nur noch ermüdend. Na dann, viel Glück. Ich hoffe, sie sterben. Ja. Ah, wen haben wir hier? Ephra. Nur Ephra. Schaut krass aus. Ich kann zoomen, cool. Warum schaut das so badass aus? Sehr cool. Okay, weiter. Ah, Botschafterin. So viel zu tun hier. Ich glaube, das wird doch keine Charlie-Nebenmission-Folge. Wenn da so viel anderer Dreck gerade läuft. Ich mag die Botschafterin, die ist cool, die könnte gleich direkt den Tam ersetzen.
Auch wenn sie kein anderes Gesicht hat als die andere Nasari. Direktor Ten war von den Ergebnissen des Nexus-Austauschs alles andere als begeistert. Dennoch bin ich Ihnen dankbar für Ihre Hilfe. Gibt es Neuigkeiten über Sorvis Len? Wissen Sie von der Vessal, der angaranischen Verlosung, die darüber entscheidet, wer auf Aya leben darf? Ja, ich habe davon gehört. Warum? Einige Angara verkaufen ihr Recht, hierher zu kommen, damit unsere Leute bleiben können. Unter ihnen war auch ein Angehöriger des angaranischen Widerstands, der auf Vault getötet wurde. Wäre er hier gewesen, wäre das nicht passiert. Von einer solchen Vereinbarung hat mir niemand etwas erzählt. Wir müssen etwas unternehmen. Diejenigen Angara, die auf ihren Platz verzichten, könnten doch auch auf der Nexus leben. Dort ist es sicherer als auf Vault. Genau das war auch meine Idee. Niemand sollte unseretwegen leiden müssen. Danke, Pathfinder. Ich werde Ihren Vorschlag unverzüglich an Direktor Tan weiterleiten. Schau, wir kriegen doch ein Bangara. Ich bin hier, falls Sie etwas brauchen. Botschafterin, du bist cool. Ist cool. Die taugt mir. Sehr professionell. Was haben wir noch? Ah, Solarverstärker. Da. Nein, das kann ich ein anderes Mal machen. Die ist cool, die Frau. Sehr professionell. Okay. Sind Sie für die Sonnenkollektoren zuständig? Falls ja, hätten Sie eventuell einen Solarverstärker übrig? Keinen so großen wie diese hier, aber ich habe noch einen kleineren. Brauchen Sie ihn? Ach du. Ja. Ja, ich brauche ihn. Okay, jetzt haben wir hier die ganzen kleinen Drecksmissionen noch fertig, fast außer diese hier, die ignoriere ich. So viele kleine Drecksmissionen. Ja? Du wolltest doch nur den Namen sagen. Den Vornamen kennen sie alle nicht. Missgeburt. Bitte. Ich habe den Solarverstärker für Vault gefunden. Sehr gut. Damit werden die Energieausfälle ein Ende haben. Danke, Pathfinder. Ich wundere mich, wie man den Vocal-Effekt hinkriegt. Weil da ist Vocal Fry dabei, aber da ist noch was anderes dabei. Die coole turianische Stimme hat den Effekt, wie man den hinkriegt. Okay. Okay, dann muss ich hier wieder auf die Tempest. Wie weit bin ich denn jetzt schon drin? Geht sich da noch die Nebenmission überhaupt aus? Ach, 30 Minuten. Da kann ich mir gleich was anderes wählen. Schade. Schade. Okay. Logbuch. Helios-Aufgaben, zusätzliche Aufgaben. Oh Gott. Die Cat-Geräte zerstören, Waffenlager scannen. Daraus Lösegeld. Ja, da gibt es ja unendlich viele. Ich jetzt das. Okay. Ryder, kann ich Sie kurz sprechen? Oh, okay, ausnahmsweise. Nur weil du es bist und nicht zu wie. So wie ein Lag-Test bei dir gemacht? Ich hoffe nicht. Ich glaub's nicht. Gil hat unsere gesamte Navigationsmatrix umkonfiguriert. O'Connell hat ein Dutzend Außeneinsätze riskiert, um das alles einzurichten. Verdammt! Kello, nicht! Übernehmen Sie das Steuer. Mir reicht's jetzt. Okay. Ihnen ist völlig egal, was mein Team und ich auf uns genommen haben, um dieses Schiff zu bauen. Richtig. Ich will, dass wir hier draußen überleben. Und wenn ich dazu das Schiff umbauen muss... Dazu haben Sie nicht das Recht. Okay, diskutieren wir das aus. Was ist los? Ich mache meinen Job und er macht alles rückgängig, weil... Keine Ahnung warum. Sie waren nicht dabei. Wir mussten unterschiedlichste Tech in einem einzigen Raumschiff zum Laufen bringen. 50 Stunden Schichten, neue Erkenntnisse, Unfälle.
Menschen vergessen, Salarianer nicht. Für mich ist das alles völlig präsent. Mein Team ist hier. Die Tempest auszuschlachten wie ein kaputtes Funkgerät gefährdet alles, wofür sie so viel gelitten haben. Es gefährdet ihr Vermächtnis. Ich kann nachvollziehen, warum sie so empfinden. Im Ernst? Hören Sie, Kellow. Ihre Leute haben sehr gute Arbeit geleistet, aber sie sind tot. Und sie hätten nicht die Hälfte der Probleme in Helios vorhersehen können, wie zum Beispiel die Geißel. Wenn wir uns nicht anpassen, werden wir auch sterben. Soll so etwa dieses Vermächtnis aussehen? Ein komplexes Schiff im Weltraum zu zerlegen, ist nicht anpassen, es ist unverantwortlich und respektlos. Das gilt. Die Tempest hat zu viele neue Systeme mit neuen Funktionen, um spontan daran herumzuschrauben. Wenn wir Änderungen vornehmen, dann vorsichtig und mit Respekt. Es ist Ihr Schiff. Ich hoffe nur, Sie wissen, was Sie tun. Ah, hat seinen Witz auf einmal verloren. Ich weiß, es ist nicht... Danke. Okay, es ist vorbei. Gehen wir zurück an die Arbeit. Das hat jeder zugeschaut. Cool. Ah. Oh. Kello verschwunden. Okay, jetzt kann ich zurück nach Kadara. Ich darf auf jeden Fall nicht die Hauptmission anfassen dort. Filmabend und Snacks. Filmabend und Snacks. Warum? Wo ist das? Logbuch. Das gibt's noch immer. Okay, machen wir einfach da weiter. Wo müssen wir hin? Kadara. Kann ich auf Kadara weitermachen? Ich habe mir die Hauptmission nicht angeschaut. Cool, schwarzes Loch da drüben. Oder ist das ein Planet? Oh, meine Augen. Doppelspiel. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob ich zwei Spiele habe ich mir zur Auswahl gegeben danach. Wenn dann die Outer Worlds, was ich glaube ich eher in Englisch spielen werde, und die Legendary Version von Mass Effect, die ich glaube ich auch eher auf Englisch spielen werde. Ich kann in die Slums gehen. Nein, ich glaube da habe ich schon alles. Hopp, da alles brunnen rein. Oh, Koro. Was geht ab? Bewachen Sie die Tempest? Den Nomad. Er hat ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt, als wir ihn ausgeladen haben. Und ist deutlich leichter zu entwenden. Ich hielt es für eine gute Idee. Bisher wurde erst dreimal versucht, ihn zu stehlen. Und es gab ein Kaufangebot. Auf den Nomad oder auf was anderes? Greifen Sie mir nicht mehr. Wie hoch war das Angebot? Nur damit ich weiß, was für einen Wert das Ding hat, mit dem ich rumfahre. Die Verhandlungen wurden abgebrochen, als er fragte, ob ich im Lieferumfang enthalten sei. Ja. Merkwürdig. Ah. Wahrscheinlich habe ich ihm missverständliche Signale gesendet. Ja, was hast du getan mit ihm? Erzähl weiter. In Kadara ist ziemlich viel los. Jede Menge Leute, die kommen und gehen. Und viele Exilanten von der Nexus. Mehr als es geben sollte. Wie würden Sie mit Kriminellen auf der Nexus verfahren? Ich weiß nicht. Soziale Dienste? Zumindest für einige Fälle. Wir sollten Leute nicht einfach wegwerfen. Dazu sind wir zu wenige. Haben wir nicht genug zum Aufwecken? Okay. Wie viel hat er bezahlt? Alles wie viel wollte ruhig er haben? Im Moment. Cole Dalton, du. Gehört diese Schönheit Ihnen? Die Tempest? Ja, die gehört mir. Großartiges Schiff. Sowas sehen wir hier selten. Cole Dalton. Dockverwalter von Kadara. Sloan hat gesagt, ich soll dafür sorgen, dass sie niemand belästigt. Wie nett von ihr. Und völlig untypisch. Sie müssen wichtig sein. Wie sicher ist es hier? Nun, Sicherheit ist ein Handelsgut auf Kadara. Es kommt nur darauf an, wie viel sie ausgeben wollen. Der Hafen ist waffenfrei, aber Mord gibt's in allen Formen und Größen.
Immer noch besser, als außerhalb des Berges zu leben. Das reinste Niemandsland da draußen. Ich bin ein biotischer Gott. Ich gebe kein Geld für Sicherheit aus. Kommen auf Kadera viele Schiffe durch? Seit wir eingezogen sind, schon. Kadera ist einer der wenigen Planeten in Helios mit einer funktionierenden Wirtschaft. Angara und Exilanten aus ganz Helios verschiffen ihre Fracht über diesen Hafen. Danke für Ihre Zeit. Zurück an die Arbeit. Ja, natürlich. Die Aussicht ist auch geil auf diesem Planeten. Oh. Nein, ich habe ihn schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Oh, so ein cooler Planet. So ein cooler Planet. Ab da unten ist es ein bisschen zerglitscht. Ach, okay, schade. Ja, wer bist du? Remy hat es unbeschadet zurückgeschafft. Ich habe versprochen, ihre Schutzgebühren für die nächsten Monate zu übernehmen. Das genügt nicht. Ohne Zeitbegrenzung. Aber... sie wurde fast bei lebendigem Leib gegessen. Na schön. In Ordnung. Danke, dass Sie sie gefunden haben. Ich schulde Ihnen was. Ja. Kommt die Kannibalen. In jedem Spiel. In Fallout war ich auch gerade bei der La Familia. In Fallout 3. Kannibalenfamilie. Sie denkt, sie wären coole Vampire. Seid ihr zu groß im Berufen? Heuert bei den Verbannten an. Pathfinder. Ich fürchte, Sloan hat sie auf die Liste derjenigen gesetzt, die von uns nicht rekrutiert werden. Oh. Aber wir können uns doch trotzdem unterhalten, oder? Ich würde gerne mehr über die Verbannten erfahren. Ich werde Ihre Fragen so gut ich kann beantworten. Das Verhältnis zwischen den Verbannten und dem Kollektiv scheint ziemlich angespannt zu sein. Sie sind ein Haufen scheinheiliger Emporkömmlinge, die ihre schmutzigen Methoden hinter ehrbaren Geschäften verbergen. Sehen Sie, genau das meinte ich mit angespannt. Sloan wird kurzen Prozess mit Ihnen machen. Mhm. Warum hat sie das nicht bereits getan? Es steht mir nicht zu, Ihre Methoden in Frage zu stellen. Kadera gehört uns und nichts wird daran etwas ändern. Mir kommt vor, sie schaut auch ein bisschen anders aus. Mehr Violett und ein bisschen Gold im Gesicht. Ich weiß nicht, ob das Make-up oder Facepaint sein soll. Ich will nicht mehr über Sloan wissen. Kann sich jeder den Verbannten anschließen? Abgesehen von mir, natürlich. Jeder kann sein Interesse bekunden. Das letzte Wort bei der Aufnahme neuer Mitglieder hat aber Sloan. Ich nehme an, es gibt eine Art Auswahlverfahren. Alle Rekruten durchlaufen eine Reihe von Prüfungen, in denen ihre Ausdauer, ihre Loyalität und ihre Intelligenz auf die Probe gestellt werden. Das war vorerst alles. Man sieht sich, Pathfinder. Ich wäre so gern bei den Verbannten dabei gewesen. Krebs? Nur eine alte Angewohnheit. Meine Bezahlung. Hey, wer ist das denn? Klar, kein Problem. Die haben einen Kroganer. Hat mir jemand einen Arschlochmagneten angesteckt oder was? Arbeitet für Sloan und werdet belohnt. Was? Was? Hallo? Ich erkenne diese Leute, die Exilanten. Einige von denen sind nicht gerade erfreut darüber, uns zu sehen. Ich ernte jede Menge böser Blicke. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das sind falsche Signale, die du da erntest. Gegen uns die Feuer mit Feuer. Starren Sie einfach zurück und ziehen Sie dabei die Lippe hoch. Blendende Idee, danke. Erledigen wir einfach, was wir erledigen müssen und verschwinden dann, okay? Coole Aussicht hier. Ja, genau, der Sonnenuntergang. Richtig cool anzuschauen. Wie die Sonne da durchscheint. Richtig cool. Sonst noch was, Bibi? Aber keine Sorge, ich halte mich bedeckt. Keine neuen Feinde. Oh, ist eine coole Aussicht gewesen. Oh, ist das das Thumbnail? Verdammt, Kadera ist cool. Seid ihr zu groß im Berufen? Heuert bei den Verbannten an. Verdammt. Ach, Fresse da unten. Verdammt, schaut das gut aus. Doch, kennen wir uns. Sonst noch jemand Interessantes? Ich sehe gerade niemanden. Kein Liam, kein Char. Char, da, was? Alles okay? Das geht Sie nichts an, Enard.
tut mir leid, ich wollte nicht aufdringlich sein. Oh. Was anderes kann ihresgleichen ja nicht. Sie sind immer aufdringlich. Sie leben unter Sloan und ich verstehe, warum sie so denken. Aber wir sind nicht alle gleich. Sie sehen anders aus als die anderen. Sauberer. Oh. Also, was ist Ihr Problem? Meine Schwester Morga arbeitet an den Rohren. Sie sorgt dafür, dass die Stadt gefiltertes Wasser hat. Aber sie ist seit 3 Tagen verschwunden. Ist es für Ihre Schwester normal, dass sie sich nicht meldet? Überhaupt nicht. Wir sind alles, was von unserer Familie noch übrig ist. Die anderen wurden ermordet, als die Kette auf Kedera eingefallen sind. Ist Morgas Arbeit gefährlich? Manchmal schon. Das Wasser von Kedera ist stark säurehaltig. Die Reparatur eines lecken Rohrs kann schwere Verätzungen zur Folge haben. Aber niemand kennt das Filtersystem von Kedera besser als Morga. Ich werde nach Ihrer Schwester Ausschau halten. Danke. Pathfinder, wir könnten die Gitter benutzen, um die Rohre aus sicherer Entfernung zu scannen. Okay. Was? Hier. Ah, verdammt. Ist das eine Lebensmission? Wie kommen Sie mit der Pistole zurecht? Gut, denke ich. Geben Sie eigentlich auf. Ist der Schwarzmarkthändler unterhalb, oder was? Sie gehört zu mir. Wer gehört zu dir, das Datenpad? Okay. Ich erwarte in Kürze eine neue Lieferung. Ich hoffe es. N7 Hurricane. Auch nicht schlecht. Oh, da gibt es so viele Kleinigkeiten. Sagen Sie, Sloan, Sie soll Ihre Varian an der Leine halten. Nächstes Mal halte ich mich nicht zurück. Ich kümmere mich persönlich darum. Außerdem verzichten wir diese Woche auf Ihre Schutzgebühr. Hier, ein kleiner Bonus. Das macht uns nicht. Kein Liam, kein Char. Sloan bringt Stabilität und Ordnung. Ja. Bom. Wer ist denn der Typ? Will ich es überhaupt wissen? Hä? Oh, der. Der Idiot hat sich von seinen Freunden belabern lassen, mich zu einem Kopfstoßduell herauszufordern. Tolle Freunde. Hey! Nicht in meiner Bar. Ich kenn dich, Nexus. Deine Leute haben meine Freunde verletzt. Jetzt bist du dran. Da ist jemand scharf auf einen Kampf. Sind Sie dabei, Ryder? Aber immer doch. Du hast angefangen, ich bring's zu Ende. Ach ja? Und mit welcher Armee? Ich brauch keine Armee. Ich habe einen Kroganer. Miau. Wie bescheuert bist du eigentlich? Da. Okay, ich habe die richtige Taste getroffen. Uff. Die Animationen schauen sogar gut aus.
Leck mich am Arsch. Ich werde langsam so alt für diesen Scheiß. Hey, Ryder. Eine Bitte. Kein Wort zu Cash, okay? Ja. Keine Sorge. Danke. Ich will sie einfach nicht beunruhigen. Die schlafen doch nur. Ist das die Bartenderin? Ah, oh, stehen wir alle. Schade. Reyes. So was passiert hier oft. Hoi, Char. Pathfinder, ich fühle mich hier unwohl. Ich versuche zwar fröhlich zu sein, aber es gelingt mir nicht sonderlich gut. Sst, Jarl, reden Sie leiser. Warum? Ich schäme mich nicht für meine Gefühle. Werde ich für irgendetwas gebraucht? Oder kann ich weiter hier rumstehen und mir vorstellen, ich würde ein Bad in der Geißel nehmen? Ein Bad in der Geißel? Ja, das wäre deutlich angenehmer als das hier. Oh. Oh, warum kann ich Charles nicht romancen? Der versteht mich. Auch ein Introvert. Warum stehst du rum hier dann? Was ist denn hier los? Da schlaft nur ein Kroganer. Alles klar, Drake? Wissen Sie, Kedera ist gar nicht so schlecht. Die Nexus könnte sich einiges davon abschauen. Warum trinken Sie hier und nicht im Tartarus? Weil hier Umi ist. Sie versteht mich. Zumindest schenkt sie immer nach. Wer, denken Sie, könnte der Scharlatan sein? Jeder oder keiner. Viele geben sich lieber mit einer Geschichte zufrieden, als sich der Realität zu stellen. Ich nehme an, Sie haben eine Meinung zu Sloan. Das ist noch milder ausgedrückt. Sloan hat die Seiten gewechselt und den Aufstand unterstützt, als sie Leiterin der Nexus-Sicherheit war. Ich mag Ten genauso wenig wie Sie, aber Loyalität ist wichtig. Wie finden Sie diesen Ort im Vergleich zu der kroganischen Kolonie? Kann man nicht vergleichen. Die Kolonie gehört uns. Sie ist gut für Kroganer. Aber die Exilanten hätten hier auch etwas Schönes, wenn sie sich nur vertragen würden. Und nicht zu viel Spaß, ja? Mal sehen. Okay, da will ich mit Reyes reden. Wie weit sind wir drinnen? 48 Minuten. Ah, verdammt. Was hat der? Da gibt es noch eine Mission mit dem Logbuch. Chill. Okay. Sie warten bestimmt auf jemanden. Das ist mein Text. Oh, wollen Sie einen Drink oder ein Zimmer? Eigentlich Informationen. Die kosten aber mehr als eine Runde Drinks. Das erledigt mein Freund. Sie schulden mir noch was vom letzten Mal. Okay, okay. War nur ein Witz. Ich habe eine Flasche Elasa, von der ich mich trennen würde. Was wollen Sie wissen? Sia Cordia. War sie in letzter Zeit mal hier? Ihre Ex? Ja, die war hier. War sie allein, oder? Nein, ein Salarianer war bei ihr. Verschlagener Typ, den ich noch nie gesehen hatte. Vielleicht der Scharlatan. Möglich ist alles. Haben Sie Ihr Gespräch mitgehört? Sie wollten jemanden am Spirit's Ledge treffen. Danke, Umi. Schon okay. Sie haben es nicht von mir. Wenn Sie den Treffpunkt überprüfen, folge ich der Spur mit dem Kollektiv. Ich bezweifle zwar, dass sie ja den Scharlatan getroffen hat, aber man weiß ja nie. W-
warum bleiben die schwierigen Aufgaben immer an mir hängen? Weil ich der Zarte von uns beiden bin. Melden Sie sich, wenn Sie am Treffpunkt sind. Aha. Was glauben Sie? Was kann ich Ihnen bringen? Nichts. Nichts, danke. Na dann. Ja. 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 Schwarzmarkthändler. Jetzt habe ich das für die Nebenmission. Das Leben hier? Nein. Ich habe Betrunkener Billy gelesen. Sonst noch was hier. Hinweis auf Morga scannen, wer auch immer Morga ist. Arbeitet für Sloan und werdet belohnt. Die Vitalwerte sind negativ, Pathfinder. Seit 3 Tagen tot. Das passt zum Zeitablauf. Oh je. Ich muss es ihrer Schwester sagen. Oh je. Du bist wieder da. Ich habe eine Leiche zwischen den Rohren gefunden. Es könnte Morga sein. Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht alleine arbeiten. Kommen Sie klar? Ich werde es überleben. Wie immer. Danke. Das war ja mal eine deprimierende Side-Mission. Okay. Okay. Anscheinend haben wir fast jeden. Sie können einen Schild damit haben. Natürlich bringt sie das. Ah, oh, da ist Liam. Was geht, Bro? Pathfinder, ich fühle mich im Moment ein wenig fehl am Platz. Und als Nebeneffekt hasse ich Ten viel mehr, wenn ich hierher komme. Das waren unsere Leute. Wir waren nicht dabei. Möglicherweise war das Exil die einzige Lösung. Aber als sie rausgeworfen wurden, kannte die Nexus keine geeigneten Welten. Das ist wie, wir töten euch zwar nicht, aber ihr dürft gern in der Wildnis draufgehen. Ich verstehe ihr Verhalten. Nein, nichts mehr. Okay, dann kann ich eigentlich runtergehen. Wenn ich die richtige Taste erwische, diesmal. Slums. Equalizer. Kann ich mich darin ran, aber ziemlich geil. Ushi. Die Ushi nehmen wir mit. Gute alte Ushi. Aus. Nein, Spiel. Nein, es ist gefrozen. Es ist gefrozen. Oh, das war's mit der Folge. Das Spiel ist gefrozen. So, PC hat es nicht mehr ausgehalten. Ja, Folge vorbei. Für 7 Minuten starte ich das nicht neu, um auf einer vollen Stunde zu kommen. Danke fürs Zuschauen. Peace out.